Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, wir sind tatsächlich schon in der Woche 4 angekommen und der Januar ist ja auch schon so gut wie vorbei. Es sind jetzt, glaube ich, nur noch dann 2 Tage, also in der neuen Woche, und dann ist schon Februar. Ja, die Zeit vergeht. Ich finde ja sowieso, dass im Winter immer die Zeit rennt. Meine Katze macht hier gerade das Bücherregal unsicher. Sie guckt mal nicht von vorn zu, sondern diesmal von hinten. Aber ich glaube, ihr seht das nicht, was auch ganz gut ist. Ja, ich finde ja eh immer, dass im Winter die Zeit rennt und so irgendwie gefühlt auch die letzten Wochen. Also ja, diese Woche war eine Spätschichtwoche, war auch ganz in Ordnung, auch wettertechnisch. Es war an manchen Tagen nicht mehr ganz so kalt. Und ja, der Schnee liegt halt, die Sonne scheint. Manchmal erwischt es einen jetzt auch, dass der Schnee von den Dächern fällt, was ich persönlich nicht so schön finde. Aber ja, wir müssen da jetzt wohl noch ein Stückchen durch, bis dieses graue Etwas da draußen oder weiße Etwas da draußen weg ist. Ja, buchtechnisch habe ich 3 Drittel Bücher gelesen und zu den 3 abgeschlossenen möchte ich heute natürlich auch ein bisschen was erzählen. Gestartet hat die Woche mit einem Thriller, Er liebt sie nicht, von Sharon Bolton, einer Thriller-Empfehlung vom lieben Phil, der das ja als fast perfekten Thriller angepriesen hat und mich natürlich neugierig gemacht hat. Und nach kurzer Beratschlagung, ob das auch ein Thriller für mich ist und da ein Ja kam, ja, habe ich zugeschlagen und ihn jetzt gelesen. Weiter ging es mit dem Buch aus unserem Leseclub. Wir haben hier in der letzten Woche Delirium von Lauren Oliver gelesen. Das waren ja die Subbücher der lieben Alicia, die im Dezember Geburtstag hatte, und ich hatte Delirium auch schon lange, lange, lange auf dem Sub. Ich glaube damals, ja, wie halt das Taschenbuch rauskam, habe ich mir das Taschenbuch zugelegt. Ich weiß gar nicht, ob das mal im Hardcover da war. Also ich glaube, es war damals noch nicht der abschließende 3. Teil da. Ja, und ich war natürlich auch neugierig, wie mir das Buch gefallen wird. Und ganz taufrisch, heute früh, Samstag früh, beendet habe ich einen Käfig aus Rache und Blut von Laura Labas. Von Laura Labas habe ich ja im letzten Jahr die Unwandelbar-Reihe gelesen und habe jetzt eben erfahren, dass der 2. Teil dieser Trilogie jetzt im Februar, März erscheinen wird. Und da musste ich mich natürlich dran machen, bei diesem coolen Titel dazu zu greifen und ja, das Buch zu lesen. Und begonnen habe ich mit Eis wie Feuer von Sarah Raasch. Das ist der 2. Teil dieser, wie hieß der 1. Teil, Schnee wie Asche Reihe, den ich ja nochmal gereadet hatte im Januar, und ich habe jetzt so knapp 150 Seiten von, ich glaube, ein bisschen was über 500. Ja, es ist noch nicht zu Ende gelesen, dementsprechend kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Nur so viel, es hat mich nach den ersten 150 Seiten irgendwie nicht mehr so hingezogen. Also ich habe die, glaube ich, am Wochenende gelesen, bevor wir da mit Delirium oder parallel zu Delirium. Und ich bin dann aber schon auf die Suche gegangen nach irgendwie einem anderen Parallelbuch. Ja, mal gucken, vielleicht lese ich es jetzt am Wochenende zu Ende. Aktuell kann ich aber noch nicht so viel dazu sagen. Ja, ich denke, buchtechnisch war es das. Da fangen wir jetzt einfach mal von vorne sozusagen an. Das erste beendete Buch dieser Woche ist Er liebt sie nicht von Sharon Bolton. Das Buch ist im Oktober 2016 im Manhattan Verlag erschienen, hat 480 Seiten, kostet broschiert 15 Euro und als E-Book 12 Euro und war eine Thriller-Empfehlung vom lieben Phil, dessen Video ich auch mal in die Infobox packe. Denn er hat ja im Grunde die Frage so in den Raum geworfen, ist das vielleicht tatsächlich der perfekte Thriller. Um was geht es? Und da muss ich vorneweg sagen, das ist relativ schwierig zu erklären, ohne irgendwie Verdacht zu schöpfen. Aber so viel ist gesagt. Wir haben hier mehr oder weniger die Perspektive von Maggie. Sie ist Anwältin und lebt relativ zurückgezogen und ist eine Anwältin, die sich besonders um Fälle kümmert, wo ja wirklich Serienmörder, Mörder jeglicher Art eigentlich schon im Gefängnis sitzen und dann vielleicht irgendwie der Fall neu aufgerollt wird, und auf diese Fälle, ja, stürzt sie sich und hatte, glaube ich, eine Quote von 7 von 9 irgendwie, also eine relativ hohe Quote, damit das Urteil, dass der Serienmörder eben tatsächlich schuldig ist, aufgehoben wird. Und ja, wir behandeln hier so ein bisschen die Mordfälle von Hamish, der im Gefängnis sitzt, weil er, ich glaube, 3 oder 4 Frauen umgebracht haben soll und diese auch zerstückelt haben soll und irgendwo in Höhlen versteckt hat.
und er das aber bestreitet. Dennoch, im Grunde die Beweislage wohl so extrem war, dass er jetzt im Gefängnis sitzt. Und es gibt dann eben auch noch einen Club, einen Fanclub von Hamish. Unter anderem gehört da seine Mutter dazu, die eben dafür sind, dass er rausgelassen wird, dass er unschuldig ist, sie dafür plädieren und die sich dann eben auch an Maggie wenden. Gleichzeitig haben wir Pete, einen Polizisten, der doch sehr große Schuld daran trägt, dass Hamish gefangen genommen wurde und eben auch die Beweislage im Grunde so drastisch war, dass er des Mordes angeklagt wurde und dann auch für schuldig gesprochen wurde. Und diese drei Charaktere mehr oder weniger begleiten wir in diesem Buch. Wir haben unterschiedliche Perspektiven, wir haben auch unterschiedlichste Arten des Erzählens. Wir haben einmal direkte Erzählungen, was gerade zwei zusammen tun zum Beispiel. Wir haben Zeitungsartikel, Foreneinträge, wir haben dadurch, dass Maggie auch Bücher schreibt, eben auch so Buch Elemente darin enthalten und das macht diesen Thriller wirklich sehr interessant. Die ganze Geschichte an sich ist, ich würde jetzt sagen, gar nicht so Thriller-mäßig. Das liest sich auch manchmal wie ein Roman, hatte ich das Gefühl. Aber durch diesen Wechsel der Perspektiven und Schreibarten und der Verwendung von diesen unterschiedlichen Elementen fand ich das wirklich sehr spannend, sehr interessant und man hat halt einen großen Einblick auf das Ganze bekommen. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Der Einstieg war mega gelungen. Man war wirklich sofort drin in der Geschichte. Man hatte Hamish direkt so vor Augen als Killer und die Besonderheit bei ihm ist halt auch, dass er besonders dicke Frauen eben sich zu Opfer gewählt hat, die über verschiedenste Methoden im Grunde angelockt haben soll und das eben schon auf die Jugend irgendwie zurückgeht und wir bekommen da ganz viele Geheimnisse und Einblicke und es gibt dann eben auch Maggie, die eben auch so ihre Geheimnisse hat und ihre Gründe, weswegen sie so ist und da bekommen wir eben durch die Perspektiven von jedem Einzelnen so ein bisschen einen Einblick in die Gedanken. Durch die Briefe erfahren wir, was erzählen sie im Grunde anderen, was teilen sie mit und dann eben nochmal so das große Ganze, wo wir dann eben so von oben da zuschauen und der Anfang war mega spannend, super interessant, toller Einstieg. Es gab einen Mittelteil, der sich tatsächlich so ein bisschen romanmäßiger gelesen hat und auch angefühlt hat, wo irgendwie relativ wenig gefühlt passiert ist und das Ende war dann aber bombastisch. Also es ist natürlich schwierig zu sagen, haltet in der Mitte durch, weil ich glaube, es ist für manchen tatsächlich schwer und hätte Phil nicht so geschwärmt, hätte ich vielleicht tatsächlich in der Mitte irgendwo aufgehört und hätte das Ende dann eigentlich verpasst und es gibt so 3-4 What the fuck Momente, wo man sich wirklich denkt, oh, ist das ehrlich passiert und sich dann am Ende eben alles total ineinander fügt, zusammenbindet und man wirklich eine runde Geschichte hat, die im Nachgang betrachtet, ich musste dann auch eine Nacht drüber schlafen, wirklich grandios war, sie wirklich nicht Thriller-mäßig war, wie ich mir einen Thriller vielleicht typischerweise vorstelle, aber weil manche Thriller-Elemente einfach gefehlt haben, aber wirklich spannend waren, interessant waren, toll dargestellt waren, nicht konstruiert gewirkt haben und das Ende halt wirklich für alles belohnt, dass man dann tatsächlich durchgehalten hat. Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, wie gesagt, wenn der Mittelteil einen so ein bisschen nicht vom Hocker haut, reißt das Ende etwas raus. Hier muss ich wirklich sagen, ja, denn durch das Ende bekommt man eben einen anderen Blick auf den Mittelteil und ist, man müsste es direkt eigentlich noch ein zweites Mal lesen, um dann wirklich das nochmal so im vollen Genuss, ohne diese Momente, wo man denkt, oh, wann geht denn das weiter, das nochmal genießen zu können. Weil ich glaube, beim zweiten Mal lesen weiß man zwar das Ende, weiß aber dann, glaube ich, den Mittelteil einfach mehr zu schätzen, dass man den einfach gebraucht hat, damit sich alles irgendwie zusammenfügen kann. Also ein toller Thriller, der anders ist, der nicht extrem Thriller-mäßig eigentlich ist, trotzdem diese Thriller-Elemente hat, gerade Beginn und Ende ist großartig. Charaktere, die wandelbar sind, eine Entwicklung machen, tolle Dialoge, toller Mix aus Elementen. Ich fand es wirklich gut. Es ist jetzt kein herausragender Thriller, obwohl das Ende wirklich brillant ist. Ich würde aber sagen, es ist ein sehr guter Thriller, den man gelesen haben kann, aber nicht unbedingt muss. Aber das Ende wirklich, wo ich denke, diese Gedankengänge von Sharon Bolton, wie sie da hinkommt, ich wirklich großartig fand. Also allein für das Ende lohnt es sich eigentlich, das Buch zu lesen. Aber
Na, das ist halt bei Thrillern, manchem ist es vielleicht dann nicht blutig genug, nicht psychisch genug, wie auch immer. Das mag sein, dass es dann eben auch diese Romanelemente für mich gefühlt enthält. Und ja, es ist irgendwie schwierig, das Buch wirklich zu bewerten und zu empfehlen. Oder wem empfiehlt man es? Also ja, jeder, der ein grandioses Buch mit, also ein, nein, der ein Buch mit einem grandiosen Ende möchte, der ist hier im Grunde richtig. Ja, ich glaube, so kann man es ausdrücken. Ja, während des Thrillers, so parallel, haben wir dann im Grunde in unserem Leseclub schon das nächste Buch gestartet. Und es war ja Delirium. Es war der Sub von der lieben Alicia. Unser Leseclub findet ihr unten in der Infobox. Und sie durfte ja das Januarbuch sozusagen vorentscheiden und drei Bücher von ihrem Sub zur Verfügung stellen als Dezember-Geburtstagskind. Und es wurde Delirium von Lauren Oliver. Das Buch ist im November 2013 erschienen. Aktuell sind auch schon alle drei Teile der Trilogie da. Das ist ja Pandemonium und Requiem. Ich hoffe, man spricht das so aus, sind bereits erschienen. Das Taschenbuch von Delirium kostet 9 Euro. Gebraucht findet man die aber auf jeden Fall auch schon günstiger. Und ich habe zum Beispiel jetzt die drei englischen E-Books entdeckt für unter 5 Euro. Also wer gerne Englisch liest, der ist hier, denke ich, dann auch wirklich sehr, sehr gut bedient. Es hat 416 Seiten und er war aufgesplittet, ich glaube, in 7, 8, 9, 9, 10, 9. Weiß es gerade gar nicht, 7, 8, 9 Leseabschnitte. Und ich habe es gestern dann schon beendet, also am Freitag, da ich eben einfach in der Bücherwoche ein komplettes Bild dazu geben wollte und nicht erst noch den heutigen Leseabschnitt abwarten wollte. Ja, um was geht es in Delirium? Wir haben die 18 oder fast 18-jährige Lena, die in einer Welt lebt, in der Liebe als Krankheit gesehen wird, denn sie ja hat ja auch gewisse Symptome wie Schwindel, Verwirrtheit, ununterbrochenes Kichern, wie auch immer. Es ist eine Krankheit. Und ja, in dieser Welt hat sie ihren Vater schon sehr, sehr jung verloren und ihre Mutter ist daran zerbrochen und hat Selbstmord begangen. Und Lena ist dann mit ihrer Schwester bei ihrer Tante aufgewachsen und steht kurz vor dem Eingriff. Denn als 18-Jährige bekommt man eben ja, die Liebe herausoperiert in einem Eingriff und ja, hat dann eben keine Emotionen, keine Gefühle mehr. Und ja, das ist schon eine Welt, die ich persönlich sehr gruselig finde, sehr widerlich auch finde und mir unglaublich schwer vorstelle, wie es in so einer Welt zugeht, wo kein 18-Jähriger mehr Gefühle in irgendeiner Art und Weise hat. Denn Gefühle sind eben auch, und gerade auch die Liebe, sind eben verboten. Und wenn man dann eben mit 18 geheilt wird, bekommt man einen Partner zugewiesen. Das wird entschieden durch einen Test und auf diesen Test bereitet sich eben Lena gerade vor und hat auch eine beste Freundin, Hanna. Und ja, die genießen eigentlich so die letzten Tage ihres Daseins, so wie es eben jetzt ist. Und ja, Hanna zeigt Lena so ein bisschen die Welt, ja, wie sie sein kann, wenn man sich von diesen ganzen Gesellschaftstugenden so ein bisschen abwendet. Dazu kommt, dass Lena bei ihrer Prüfung etwas passiert, beziehungsweise dass in dem Institut etwas passiert. Denn es gibt natürlich auch, wie in einer Dystopie üblich, irgendwie eine Art Rebellion und ja, die sich eben hier zutage führt. Und ja, Lena ja, merkt dann erstmal so ein bisschen, dass vielleicht doch nicht alles, was einem da erzählt wird, irgendwie richtig und gut ist. Die Idee von Lauren Oliver fand ich genial. Dass das Liebe etwas Böses ist, dass es zu bekämpfen gilt, dass man das rausoperieren kann, dass Menschen emotionslos sind, dass man somit im Grunde eine Gesellschaft auch in den Griff bekommt. Ich meine, das ist ja nichts extrem Neues, aber ich fand es sehr kreativ und innovativ von Lauren Oliver, gerade für eine Jugenddystopie. Ich persönlich hatte aber so manche Schwierigkeiten. So ein bisschen der Schreibstil, er war manchmal unglaublich detailreich, gerade was die Natur, die Landschaft, die Umgebung betrifft. Charaktere wurden aber manchmal sehr oberflächlich behandelt, beziehungsweise hat man da wirklich nur ja, oberflächlich dran gekratzt. Es gab wenig Tiefgang und das fand ich unglaublich schade. Es war zeitweise
Der Start war relativ gut. Ich würde sagen, so die ersten drei Leseabschnitte, die ersten 150 Seiten waren wirklich spannend und man wollte wissen, wie es weitergeht. Dann kam so ein bisschen der langatmige Teil, wo man dachte, ja, wo geht denn das jetzt eigentlich hin? Wann passiert denn jetzt mal was? Und dann würde ich sagen, so die letzten 100 Seiten in dem Buch waren dann wieder spannend und packend und haben einen mitgerissen. Mir persönlich war es dann aber zu wenig mitgerissen, wie auch immer. Es hat mich jetzt war schon bewegt, berührt, neugierig gemacht, aber tatsächlich ist die Neugier nicht so groß, dass ich jetzt direkt den zweiten Teil lesen müsste, wollte, könnte, wie auch immer. Ich habe schon innerhalb des ersten gemerkt, so ja, nach zwei Dritteln, wo ich dachte, oh, irgendwie diese Reihe ist wohl nichts für dich. Und was auch einfach an ja, Lena liegt. Lena ist ja ein fast 18-jähriges Mädel und die Autorin möchte uns irgendwie verkaufen, dass es eben keine Art Verliebtsein unter 18-Jährige gibt. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, die Verliebtheitszeit von uns, wie wir jung waren oder jetzt jung sind, da ist man definitiv auch schon mit 12, 13, 14 in Schwärmereien und Verliebtsein und hat da liebe Gefühle. Und mir macht eben Lauren Oliver nicht weiß, dass man mit 18 noch nie irgendwie in einer Art und Weise verliebt war. Klar lebt man in einer anderen Welt und wenn das so vorgegeben ist, ist das so. Aber ich fand das eben sehr unrealistisch. Zudem fand ich auch sehr gruselig, wie mit Tieren hierin umgegangen ist, was für mich einfach so ein absolutes No-Go war, wo ich einfach dachte, nee, das hat es einfach nicht gebraucht. Das hat an mancher Stelle einfach unglaublich konstruiert gewirkt und einfach nur, wie wenn man einen Schocker wollte. Und ja, hat mir leider nicht so zugesagt. Und ich fand halt einfach diese oberflächlichen Charakter nicht so toll. Mir hat das halt wirklich nicht so gefallen, dass man so wenig erfahren hat. Man hatte auch so wenig Hintergrundinfos. Man stand eigentlich ständig vor Fragen, warum ist die Welt so? Warum hat die Regierung das irgendwann so beschlossen? Was hat dazu geführt? Und ich hatte tausend Fragen und das Schöne hier ist, dass man pro Kapitel Anfang so ein bisschen eine Erläuterung bekommt, dass es so Informationen gibt, dass Verse, Gedichte aufgezählt wurden, aus den Gebeten, was erzählt wurde, hatte ich gerade. Das macht, diese Hintergrundinfo war gut und hat man gebraucht, war aber viel zu wenig. Und jetzt kann man wieder sagen, klar weiß eine 18-jährige Lena nicht, was die Regierung dazu gebracht hat. Da gehe ich absolut mit. Das ist natürlich dann der Nachteil an der Ich-Perspektive. Aber auch eine Katniss Everdeen hatte Informationen oder selbst eine Mare aus Selection, was ja jetzt nicht die bombastischste Jugenddystopie schlechthin ist, hatte Informationen. Irgendwo sickert immer etwas durch und ja, es gab dann noch gegen Ende noch so eine Wendung, wo ich befürchtet habe, dass sie in eine Richtung geht, die ich mir nicht wünsche. Zum Glück ist das ausgeblieben. Dafür kam eine andere Wendung, wo ich auch mal so ein bisschen dachte, okay, damit hättest du jetzt eigentlich rechnen können. Ja, es ist jetzt leider keine absolute Empfehlung. Es war eine gute Jugendbuch-Dystopie, aber mehr tatsächlich auch nicht. Und mich hat der erste Teil jetzt auch nicht so umgehauen, dass ich direkt den zweiten lesen müsste, wenn ich ihn denn überhaupt je lese. Also von daher, ja, mal gucken, ob ich es irgendwann weiterlese. Aktuell wäre das Gefühl eher nein, was ich auch schade finde. Ich hätte schon gerne gehabt, dass es mir gefällt, auch weil die Trilogie einfach schon da ist und man es komplett hätte lesen können, aber tja, so leider erstmal nicht. Und ganz anders war dann das neue Jugendbuch von Laura Labas, Ein Käfig aus Rache und Blut. Und ich kann so viel sagen, ich habe es in zwei Schwipsen durchgelesen. Ja, Freitag begonnen, Samstag im Bett noch beendet und es hat mich nicht losgelassen. Ja, so kann es eben gehen und wenn man zwei direkte Genrevergleiche vielleicht so ein bisschen parallel liest, merkt man eben ein gutes Buch zu einem genialen Buch. Und das kann ich schon sagen, Ein Käfig aus Rache und Blut ist eine absolute Leseempfehlung von mir. Ja, Laura Labas kenne ich aus der Unwandelbar-Reihe, die ich ja im letzten Jahr gelesen habe. Ich habe dazu auch ein Band vom Buchreihen-Video gemacht, was ich euch mal in die Infobox packe. Und hatte dann schon mitbekommen, dass sie ein neues Buch herausgebracht hat, diesmal im Drachenmond Verlag.
Und das hat mich auch unglaublich gefreut. Auch das Cover ist wirklich wunderschön. Und jetzt habe ich eben gesehen, oh, Februar, März kommt der zweite Teil der Trilogie. Steffi, es wird Zeit, dass du das Buch liest. Und ja, das habe ich dann auch getan. Das Buch ist letztes Jahr August, September im Drachenmond Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 13 Euro und als E-Book 4 Euro, was ich absolut toll finde und gerade da die Preise wirklich vom Drachenmond Verlag vorbildlich finde und ja, dass sie ein bisschen teurer sind als Self-Publisher-Bücher, aber eben wirklich in dem Rahmen, wo ich sage, das ist für mich ein realistischer E-Book-Preis. Also von daher kann man absolut nichts falsch machen. Und es hat 320 Seiten und ist der Auftakt einer Trilogie. Habe ich, glaube ich, schon vorhin mal gesagt, dass es drei Teile werden. Ja, der Sprachstil von Laura Labers hatte mir im letzten Jahr so gut gefallen und ja, ich war sehr gespannt, ob sie das mit der nächsten Reihe sozusagen auch, ob sie mich weiterhin so packen kann. Und wie ihr schon gemerkt habt, ja, sie konnte das. Wir sind hier in einer Welt, die von Dämonen besetzt wird. Und wir treffen auf Allison, die zu Beginn der Geschichte, ich glaube, 12, 13 Jahre jung war. Und sie lebt in einer Welt, in der eben die Dämonen die Macht übernommen haben. Und ja, sie ist ein großer Bücherfan, sie liest gerne und eines Abends ist sie eben aus der Bibliothek auf dem Weg nach Hause, kommt zu Hause an und trifft dort ihrem Vater und ihre Schwester tot vor und ihre Mutter ist vornübergebeugt und hat scheinbar beide umgebracht. Und ja, jetzt soll sie auch Allison töten, denn im Hintergrund befinden sich zwei Dämonen und die Strafe für Allison, dass sie zu spät kam, wird aber sein, dass sie mit dem Tod ihrer Familie leben muss. Denn auch ihre Mutter ja, stirbt an diesem Abend und Allison wird vom Bibliothekar ja, zu ihrer Tante gebracht, glaube ich. Zu ihrer Tante Lucy, die ja, ihre Nichte dann zu einer Jägerin ausbildet. Und Allison ist voller Rache und Blutdurst und unterstützt die Gilde im Kampf gegen die Dämonen. Und die Geschichte switcht dann 7 Jahre weiter. Wir haben also eine junge Frau, die eine grandiose Jägerin geworden ist und ja, vor Dämonen keinen Halt macht und eben immer noch auf der Suche nach den Dämonen, die für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind, auf dem Weg ist und eben Rache will. Und wir lernen durch Allison eben diese Dämonenwelt kennen, auch die Gilde kennen, auch die Menschenwelt kennen und merken, dass eben nicht immer alles schwarz und weiß ist, sondern es eben auch viele Graunuancen gibt. Denn ja, auch Dämonen sind wie Menschen nicht alle gleich. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Nicht nur die erfundene Welt der Dämonen oder die Dämonen selbst und diese unterschiedlichen Stämme der Dämonen sind genial herausgearbeitet. Auch Allison ist ein unglaublich toller, starker, sympathischer und tougher, frecher Protagonistin. Freche Protagonistin. Sie hat das Herz am rechten Fleck und man kann sehr gut ihre Handlungsweisen nachvollziehen. Man versteht, warum sie Rache fühlt, warum sie diese Welt, in der sie ist, so sieht, wie sie sie sieht und warum sie mit aller Macht kämpft. Und das fand ich einfach richtig genial. Ich mag es, wenn Menschen ein Motiv haben. Ich mag es, wenn Frauen einfach so sind wie Allison, einfach direkt sind und nicht irgendwo glitzern, brennen, rollen, Feuer fühlen, keine Ahnung, sondern eben einfach so sind, wie wir halt auch tatsächlich einfach sind. Es war auf der einen Seite sehr, sehr realistisch, gerade wie die Charakterzeichnung von Laura Labers gestaltet wurde. Das fand ich toll. Es waren tiefgründige Charaktere, es waren tolle Entwicklungen innerhalb der Charaktere, wie man sie kennengelernt hat. Und dennoch waren wir natürlich in der Fantasy-Welt, weil wir sind hier natürlich in Urban Fantasy und haben eine Dämonenwelt mit Dämonen, die ich grandios fand. Ich fand diese Welt drumherum unglaublich spannend, packend, bildhaft. Ich hatte die Dämonen vor Augen, ich hatte die Welt vor Augen, ich hatte Allison hier sitzen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin Teil dieser Geschichte und das hat Laura Labers wirklich bombastisch hinbekommen. Das hat mir unglaublich gut gefallen und es hat einfach Spaß gemacht, in diese Geschichte einzutauchen und ich fand 320 Seiten viel zu kurz. Also es hat sich angefühlt wie viel, viel weniger. Es ist so viel passiert. Es war aber an den richtigen Momenten still und man konnte innehalten und das auf sich wirken lassen. Und dann ging es rasant weiter und es gab Trainingsstunden und es gibt Dämonen, die eben nicht so sind, wie man sie sich vorstellt und auch wie Allison sie sich vorgestellt hat. Und es war
Ja, es war einfach großartig. Ich mochte Gareth, das ist der Sohn eines Dämonenkönigs. Ich mochte auch Evan, das ist der Ex-Freund von Allison, der ein Jäger ist. Und aus diesen Perspektiven erleben wir die Geschichte und also immer mal so Sprünge in diese Geschichten, dass man eben einfach so ein großes Ganzes bekommt. Es war großartig. Ich fand, der Spannungsbogen wurde absolut gehalten. Es gab keine Momente, in denen ich dachte, oh, jetzt legst du es mal weg. Ganz im Gegenteil, ich wollte heute Nacht gar nicht aufhören. Und heute früh dachte ich dann, bevor du aufstehst, liest du die letzten 50 Seiten zu Ende. Und es war echt großartig. Also es hat großen, großen Spaß gebracht. Und ich bin ein absoluter Allison-Fan. Und ich mag einfach, wie Laura Labers hier Charaktere geschaffen hat, wie sie uns näher bringt und sie sich so echt anfühlen. Und das war ja schon in der Unwandelbar-Reihe eine große Stärke von Laura Labers. Und das ist auch absolut hier gelungen. Also wirklich großartig, ein wunderbares Buch, ein ganz, ganz toller Auftakt. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Und wenn es in dem Tempo so weitergeht, könnte ja theoretisch der dritte Teil auch noch Ende des Jahres erscheinen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber fand ich wirklich toll. Und ich freue mich, und das kann ich heute schon erzählen, auf Laura Labers in einem meiner Autoren-Hangouts. Sie wird am 9. Februar bei mir zu Gast sein und ich freue mich tierisch, voll des Lobes für ihre Bücher, sie dann bei mir begrüßen zu dürfen. Ich hatte ja schon Angst, dass mir die zweite Buchreihe vielleicht nicht so gefällt. Die Angst war zum Glück total unbegründet. Also ja, fand ich toll. Und ich bin so gespannt, was sie uns dann ein bisschen zu ihrem zweiten Teil vielleicht schon erzählen kann. Vielleicht ist es ja bis dahin auch schon da. Das Cover dazu gibt es ja schon, so wie ich gesehen habe. Und also haltet euch den 9. Februar frei. 19.30 Uhr ist dann Laura Labers auch hier. Und ich freue mich wirklich, hier auch begrüßen zu dürfen. Und bin mega gespannt, was sie uns ein bisschen zu den Hintergrundideen, zu der Unwandelbar-Reihe und ein Käfig aus Rache und Blut zu erzählen mag. Weil es war, ja, ich habe ganz viele Fragen und ich will ganz viel wissen und ich bin ja immer neugierig und streicht euch das schon mal an. Das war wirklich ein Urban-Fantasy-Jugendbuch, das ich wirklich, ja, absolut feiere. Weil man merkt, ich habe halt jetzt wirklich parallel gemerkt, Delirium und ein Käfig aus Rache und Blut, ich bringe immer Blut und Rache durcheinander, wie unterschiedlich mich das gepackt hat. Und ich eigentlich immer denke, oh, so ein Jugendbuch, vielleicht liegt es einfach am Genre, aber wenn das jemand gut macht, dann halt nicht. Ne? Das ist so total, man kann es nicht verallgemeinern. Also, absolute Empfehlung. Und wie gesagt, der zweite Teil erscheint auch bald. Da muss man dann gar nicht so lange warten. Ja, das war es buchtechnisch. Zu den 150 Seiten von Eis wie Feuer möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich denke, ich muss mich da jetzt einfach mal noch mal ein bisschen drauf einlassen. Vielleicht am Wochenende wirklich nur zu dem Buch greifen. Vielleicht ist das auch nichts, wo man was anderes parallel liest. Auf jeden Fall habe ich ein schönes Lesezeichen drin. Und zwar war das in der letzten, das war in dem Flow-Lesebuch. So many books, so little time. Ja. Im Grunde kann man nur Schlaf streichen, was ich ja tatsächlich tue fleißig lese sozusagen. Ja, ich habe eben Lesen zu meinem Hobby gemacht. Da, das muss man einfach mal dazu sagen. Was gibt es diese oder gab es letzte Woche noch? Sascha Kramme wurde von mir angesehen, habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, sein neues Programm. Ich finde es lustig und ich finde es wirklich lustig. Ich fand das so geil. Ich liebe Sascha Kramme. Ich habe alle seine drei Programme jetzt gesehen, die es gibt und wir haben uns wirklich köstlichst amüsiert. Es hat unglaublichen Spaß gemacht. Und ich kann die wirklich nur absolut empfehlen. Also wirklich ganz, ganz tolle DVD. Gibt es auch, glaube ich, es ist irgendwie eine Zweier-DVD. Auf dem anderen sind dann auch noch Untertitel für Hörgeschädigte, Audiokommentare. Es gibt so ein paar, wie nennt es das, was man rausschneidet? Ja, das habe ich natürlich, was es bei mir ja nie gibt. Manche machen das ja, ich habe das ja nicht. Ich schneide ja so selten. Ich weiß es gerade nicht. Ja, keine Ahnung. Ich komme gerade nicht auf den Begriff, wenn man lustige Dinge rausschneidet und dann nochmal zeigt. Ach, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Das könnte ich dann jetzt als nächstes rausschneiden. Aber ich glaube, es steht tatsächlich auch nicht im Programm drin, ne? Und es ist ja der Ja-Nein-Würfel noch enthalten, der auch was mit seinem Programm zu tun hat. Also man hat hier wirklich einen Würfel mit Nein und Ja. Also sehr cool. Ich hatte unglaublichen Spaß und war ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk, was mich mega gefreut hat.
Ja, ansonsten letzte Woche war buchtechnisch nicht allzu viel. Wir haben, was grob buchtechnisch ist, das Finale der 6. Staffel von Game of Thrones zusammen angeguckt. Zusammen sind Paddy, mit der ich es ja damals im Grunde auch schon live mehr oder weniger gesehen hatte, und Thorsten und Erik. Und ja, die beiden haben ja Game of Thrones jetzt irgendwie in den letzten Wochen gesuchtet und beim Finale von Staffel 6 wollten Paddy und ich uns einfach einklinken und wir hatten einen großartigen Abend mit ganz viel Gänsehaut, ganz vielen Oh Gott Momenten und dann auch noch einen Hangout, wo wir Wüste-Theorien durchgegangen sind, also einen privaten Hangout, und hat echt Spaß gemacht. Ansonsten, glaube ich, so buchfilmtechnisch, ja, wann sollte ich auch noch Filme gucken? Ah, wobei, doch! Geguckt habe ich The Great Wall mit Matt Damon und dem Schauspieler von Oberyn aus Game of Thrones, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Pedro. Ja. The Great Wall. Ein Film, den man nicht gesehen haben muss, der mich zutiefst enttäuscht hat. Und ich eigentlich dachte, es geht ja da um eine Legende, die sich eben um die chinesische Mauer, also The Great Wall, spinnt, und es gibt ja verschiedene Theorien, warum steht diese Mauer, vor was schützt diese Mauer, wer hat diese gebaut, und wir gehen hier eben einer Legende nach und ich fand es katastrophal. Also ich liebe Matt Damon, keine Frage, ich finde, dass der in einem Großteil seiner Filme wirklich der Hammer ist und ein ganz, ganz toller Schauspieler ist und er verdient auch jeden Oscar, den er noch nicht bekommen hat. Er hätte ihn auch für den Marsianer absolut verdient, aber gut, da war halt DiCaprio da, musste das sein. Aber bei Great Wall hat man das Gefühl, man wollte ganz viel, man hat zu viel draus gemacht und im Grunde ist es eine ganz flache Story. Denn allein diese vielen Kampfszenen und Mauererstürmungsszenen, ich hatte ganz oft das Gefühl, ich bin im Herrn der Ringe. Ich hatte auch ganz oft das Gefühl, oh, hier sind wir hier bei Game of Thrones. Und wenn dann Matt Damon unter all diesen chinesischen Schauspielern aufgetaucht, dachte ich irgendwie, hier ist was verkehrt. Ich meine, es gibt eine Erklärung dafür, warum wir da einen Amerikaner haben und die ist auch mehr oder weniger logisch. Das lasse ich einfach mal so unkommentiert, ich reg mich da auch nicht drüber auf, dass das irgendwie merkwürdig ist und man braucht halt irgendwie ein Zugpferd und in der Regel sind das halt amerikanische Schauspieler. Aber mir hat die Handlung nicht wirklich viel gesagt. Ich fand alles irgendwie zu episch, zu gewollt, zu amerikanisch, zu, wie nennt sich das, pathetisch? Wisst ihr, was ich meine? Ja, also auf Heldentum gemacht und ich fand ihn schrecklich. Also ich glaube, so nach der ersten Stunde dachte ich, oh, vielleicht solltest du einfach das Kino verlassen, was man natürlich nicht tut. Aber ja, zum Glück hatte ich eine nette Unterhaltung nebenher geführt und wir konnten uns auch leise unterhalten und haben dann mehr gequatscht als geguckt. Ja, war ein unglaublich langweiliger Film. Deswegen habe ich ihn auch schon fast vergessen. In der nächsten Woche geht es in Bob der Streuner. Am Dienstag gucke ich mir mit einer Freundin Bob der Streuner an. Freue ich mich sehr drauf. Und dann wird auch schon La La Land dran sein, wo ja so viele schwärmen, so viele begeistert sind. Der Soundtrack ist schon jetzt der Hammer. Und ich habe da mal reingehört und fand das schon ganz toll. Es ist ja so eine Art Musical. Und Adriana Popescu hat in ihrem Vlog auch erzählt, in jeden Freitag um Popescu, sie hat auch geweint. Also finde ich großartig. Das spricht auf jeden Fall für den Film. Und ich will ihn auch unbedingt sehen. Ja, das so zu den Filmen. Was gibt es noch so ein bisschen? Ja, es läuft die aktuelle Leseclub-Umfrage und als Januar-Geburtstagskind durfte ich ja das Februar-Lesebuch auswählen und es sind auch drei Bücher zur Auswahl. Zum einen Die Falle, die ich glaube sogar hier stehen habe. Das passt ja perfekt. Die Falle von Melanie Rabe habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe mich sehr darüber gefreut. Sie kennt den Mörder ihrer Schwester. Dieses Buch ist für ihn und ich glaube, sie ist dann im Grunde der Köder. Richtig. Als Thriller dann, das zweite Buch steht auch hier. Ja, man muss sich nur vorbereiten, ne? Die Berufene von M.R. Carey, das geht ja auch in Richtung einer Endzeit. Großbritannien in nicht allzu ferner Zukunft. Ein grauenhafter Parasit befällt die Menschheit. Millionen sind bereits infiziert und bedrohen die wenigen Gesunden. Alle Hoffnungen ruhen auf einer Schar Kinder, die anders auf den Erreger reagieren. Doch es läuft nicht nach Plan. Einer der originellsten, spannendsten und stärksten Romane der letzten Zeit. Und da war Laura Newman auch unglaublich begeistert, hat es, glaube ich, zu einem Jahresfavoriten auch ausgesprochen und steht auch zur Auswahl.
Und dann das Manuskript von Jackie Fellgood, ein doch, denke ich, recht untypisches Buch für sie, was sie ja selbst als Drama so ein bisschen betitelt hat. Und ich schon eine ganze Weile auf dem Sub habe. Ich glaube, es ist eines der längsten Bücher von Jackie, die ich auf dem Sub habe. Und ja, diese drei Bücher stehen noch bis zum 1. Februar zur Auswahl. Und ja, da könnt ihr natürlich jetzt noch mit abstimmen. Ihr findet den Leseklub, wie vorhin schon gesagt, natürlich in der Infobox. Und wer noch Lust hat, eins der Bücher ihn jetzt anspricht oder ihr es vielleicht auf dem Sub habt, dann wählt einfach mit, seid dabei und dann lesen wir das voraussichtlich Ende Februar, eins der drei. Dann gab es ja am Dienstag, das war nicht der 29., das war der 24., gab es ja den Hangout mit den Drostens. War wieder ein wunderbarer Abend, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, wir euch hoffentlich alle gut unterhalten konnten. Ihr findet das Hangout einfach mal natürlich auch in der Infobox. Und das am 9.2. Laura Laberstar, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Am 1. Februar starten wir in einem Facebook-Leserunde, meine Güte, ich habe es heute irgendwie nicht mit den Artikeln, in einer Facebook-Leserunde mit Red Rising 2 von Pierce Brown. Wir haben ja im Dezember Red Rising 1 gelesen und es geht am Mittwoch los mit dem zweiten Teil. Wer noch dabei sein möchte, ich packe die Lesegruppe auch mal unten in die Infobox, dass da alles zusammen dort steht. Und wer noch Lust hat, kann jederzeit mit eintreten. Eingeteilt ist das Buch schon. Da ich es als E-Book lesen werde, habe ich mir natürlich die papierhafte Zuordnung sozusagen schon bereitgelegt. Und ich bin sehr gespannt. Ich fand ja Red Rising wirklich einen genialen Auftakt. Ich mochte die Schnelligkeit des Buches. Ich mochte diese Science-Fiction mit Fantasy, mit Dystopie und alles auf dem Mars. Wirklich großartig und bin sehr, sehr gespannt, wie es im zweiten Teil da auf jeden Fall weitergehen wird. Und ich vermute mal, wenn uns der zweite Teil packt, dass wir dann voraussichtlich im März auch direkt mit dem dritten Teil weitermachen werden. Schauen wir mal. Wer also noch mitlesen möchte, wer dabei sein möchte, der kann natürlich gerne in die Lesegruppe kommen. Packe ich alles nach unten. Und ansonsten, glaube ich, gab es jetzt für die kommende Woche auch nicht allzu viel Neues. Es wird Neuzugänge auf jeden Fall geben und wahrscheinlich ein Video zu Bob der Streuner. Aber das weiß ich noch nicht. Ich habe das noch nicht so groß geplant. Außer die Neuzugänge, es ist ja dann Ende des Monats und es sind doch einige im Januar dazugekommen. Und vielleicht kommen heute auch noch ein paar dazu, denn ich werde vielleicht heute mal die Thalia stürzen. Und ich habe zumindest ein Buch im Blick, das ich gerne hätte. Und ja, schauen wir mal, ob es das wird. Und ich glaube, das war es jetzt tatsächlich so. Und ich habe auch, glaube ich, schon wieder lange genug gequatscht. Und ja, was habt ihr die Woche so gelesen? Was treibt ihr so am Wochenende? Und seid ihr bei Red Rising dabei? Beziehungsweise welches der drei Leseklub-Bücher wäre so euer Favorit? Das einfach gerne mal in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Habt ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.